Ist es denn niemals Tag in Japan? So könnte man glauben. Naja, gut, es ist natürlich nicht so einfach, alleine wegen der Zeitverschiebung schon, denn es ist in Japan relativ früh dunkel. Viele wissen das nicht. Man glaubt dann immer, Mensch, es war doch Sommer. Na gut, jetzt ist es ja auch schon September, aber tatsächlich in Japan geht die Sonne sehr, sehr früh schon unter. Also 18 Uhr mitunter ist da schon relativ duster. Wie Sie sehen können, ist hier also im Hintergrund schon, naja, Licht. Nicht mehr so richtig gegeben, sondern nur noch das, was von der Stadt reflektiert. Ich schwenke mal ein bisschen rum, dass Sie ein bisschen Eindruck bekommen, wie das hier im Hintergrund aussieht. Also das ist ein Teil natürlich jetzt hier im Hintergrund. Ganz im Hintergrund sehen Sie es. Ich gucke mal, ob Sie es überhaupt erkennen können. Hier hinter mir, das ist der Skytree. Das ist ein, naja, das zweithöchste Gebäude der Welt immerhin. Also man sieht es hier aus einiger Entfernung, der neue Fernsehturm von Tokio. So, wollen wir mal gucken, was geht in dieser Woche ab. Wir werden sehen. Noch kann man nicht so wirklich viel sagen. Die Woche hat gerade erst begonnen. Ich denke mal, nachdem wir tolle Ausbrüche ja nun gesehen haben nach oben, haben wir nun die besten Chancen, dass sich die Bewegung generell gesprochen sich nach oben fortsetzen wird. Also, das heißt, die wesentlichen Indexmärkte sollten eigentlich nach oben sich weiter fortsetzen. Ich kann mir vorstellen, die Chancen dafür sind einfach die größeren. Das betrifft natürlich den DAX, auch die anderen europäischen Indizes, das betrifft natürlich die Amerikaner und damit ja eigentlich all diejenigen, die man zumindest als europäischer Händler besonders im Fokus hat. Die Chancen dafür scheinen zumindest besonders groß. Ein kleinen, naja, Wermutstropfen, den muss man vielleicht akzeptieren, nämlich, dass der Markt ja schon relativ stark gestiegen war jetzt vor kurzem. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass der Kurs mal einen kleinen Rücksetzer macht. Und da wird jetzt das Auge ganz genau drauf zu setzen sein, nämlich die Frage, ist das ein richtig scharfer Rücksetzer? Ist das was mit Schwung, mit Panik vielleicht? Gehen da hier Leute aus dem Markt und naja, sind da sehr, sehr besorgt. Ist da Druck möglicherweise im Markt, dann ist das mit Vorsicht zu genießen. Wenn Sie also steile Flanken sehen im Markt, also bei den Aktienkursen, in den Indizes, ganz egal welchen Markt Sie da im Auge haben, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie da auf jeden Fall die positive Stimmung sofort absorbiert wurde. Andersherum, wenn wir jetzt das sehen, was ich am liebsten habe, nämlich dass der Markt dreiwellig, wackelig, korrektiv zwischen parallelen Linien einigermaßen flach nach unten kommt, dann ist das ein wunderschönes Zeichen. Hey, es gibt Sommerschlussverkauf oder soll man sagen Wintereinstiegskauf, ich weiß es nicht. Es sieht eher dann danach aus, als ob wir Einstiegspreise kriegen. Es wäre saisonal durchaus nicht untypisch, dass wir die nächsten Wochen noch mal ein bisschen, naja, sagen wir mal, Schwierigkeiten bekommen am Markt, vielleicht noch nicht unbedingt das Highlight. Und dann würde das wunderschön nahtlos übergehen können in die Jahresendrallye. Ich will es hier noch nicht beschreien, es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür. Wir wissen, dass ja September und auch der Oktober ist manchmal für eine Überraschung noch sehr, sehr gut. Aber denkbar wäre es auch aus charttechnischer Sicht allemal. Wenn Sie der Sache ein bisschen vorausgreifen wollen, dann gucken Sie sich mal Euro gegen US-Dollar an. Dort hatten wir zumindest das, was ich so zuletzt gesehen hatte, ja diesen scharfen Schub nach oben auch, aber auf der kleineren Zeitebene zumindest schon mal ein bisschen eine Korrektur. Also da kann man sagen, vielleicht hatten wir da jetzt das Korrekturding schon. Schauen Sie sich selber an, wenn wir da wieder das durch das letzte Zwischenhoch ausbrechen, dann haben wir eigentlich beste Voraussetzungen dafür, dass der Markt hier den Startschuss gesehen hat. So, das sind die Impressionen von heute, das sind die für den aktuellen Markt. Ich kann Ihnen versprechen, es wird nicht das letzte Video sein. Ich kann Ihnen auch versprechen, es wird auch nicht das einzige sein, dass Sie nur noch Japan bei Nacht sehen. Aber manchmal bietet es sich eben extrem an. Wir wollen mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde Ihnen auch noch mal was bei Tage zeigen. Keine Sorge, aber jetzt eben, naja, wenn die Sonne weg ist, dann ist halt nicht mehr so viel zu holen hier. Dann muss man sich auf das Licht hier im Hintergrund dann verlassen. So, dementsprechend ziehe ich mich jetzt zurück. Ich hoffe, dass Sie einen guten Start in die Woche haben, dass Sie gut reinkommen. Bleiben Sie gesund und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.